Denn der Mensch, egal was er tut und lässt, es geht immer auf ihn zurück. Entweder profitiert er davon oder er leidet darunter, wie der Prophet das ausgedrückt hat. Und zwar jeden Tag, Tag für Tag. Der Prophet sagte, Al-Quran hujjatun laka aw alayk. Der Koran ist eine Hujja für oder gegen dich. Das heißt, es ist für oder gegen dich. Der Koran ist entweder für oder gegen dich. Ein Argument für oder gegen dich. Das heißt, er wird entweder für dich, also als Fürsprecher, als Zeuge für dich einstehen oder gegen dich aussprechen. Und dann sagt er, Kullu nasi yagdu, fabai'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Jeder Mensch an jedem Morgen steht auf und verkauft sich selbst. Jeder Mensch steht an jedem Morgen auf, Tag für Tag, immer das Gleiche. Die Routine des Lebens. Du stehst am Morgen auf, beginnst mit deinem Tag und verkaufst dich. Was heißt das, du verkaufst dich? Was heißt verkaufen? Was ist ein Handel? Geben und nehmen, richtig? Handel bedeutet nichts anderes als ein Austausch. Du gibst etwas und du nimmst dafür etwas. Und jeden Tag gibst du etwas von dir ab. Du gibst etwas von dir ab und nimmst dafür etwas. Und dieser Handel, der Prophet sagt, es gibt nur zwei Ausgänge in diesem Handel. Kullu nas yagdu fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Jeder Mensch an jedem Morgen steht auf, verkauft sich selbst, befreit sich dadurch. Manche Menschen verkaufen sich und kaufen sozusagen dafür die Freiheit. Er verkauft etwas von sich, gibt etwas ab und kauft sich frei dadurch. Und andere, er sagt, au mubiquha, oder solche, die sich verkaufen und zugrunde richten. Das heißt, die verlustreiche Geschäfte machen. Es hört sich immer noch vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, es hört sich vielleicht immer noch ein bisschen verschlüsselt an, aber Sinn und Zweck der ganzen Sache ist einfach, der Mensch besteht aus Zeit. Der Mensch, deswegen sagten manche der Salaf, sagte, Yabna Adam, innama anta ayyam. Sohn, Mensch, Ibn Adam, wir übersetzen das immer, Sohn Adams heißt einfach Mensch. Mensch, du bist nichts anderes als die Tage. Du bist die Tage. Du hast abgezählte Tage, 18, du hast 60 Jahre, 70 Jahre, das sind abgezählte Tage, abgezählte Atemzüge hast du. Jeder Atemzug, den du irgendwie investierst, irgendwie ausgibst, du hast etwas von dir herausgegeben, du hast etwas von dir weggegeben und dafür nimmst du etwas. Du nimmst entweder etwas, was dem Wert von dir selbst entspricht, was deinem Wert entspricht, dann ist das ein gewinnreicher Handel, oder du nimmst dafür etwas an, was dem Wert von dir überhaupt nicht entspricht, was viel kleinlicher ist, und das ist dann ein verlustreicher Handel, wie jemand, der eine Handvoll Schlamm, Diamanten, die er besitzt, gegen eine Handvoll Schlamm austauscht. Das ist ein schwerer Verlust. Und das ist auch die Bedeutung des Hadiths des Propheten, in dem er sagte, Ni'matan marghubun fihima kathirun minan nas. Zwei Gnaden, Allah Ta'ala, ihr bezüglich sind die meisten Menschen in einem trügerischen Verlust. Al-Rabban habe ich schon mal erklärt. Al-Rabban, das ist ein Kapitel im Fiqh, erwähnen sie das auch im Handel. Al-Rabban, Khiyarul Rabban. Rückgaberecht wegen dem Rabban. Was heißt das? Beispielsweise, diese Maus hier kostet eigentlich kostet sie, sagen wir, 10 Euro. Und ich bin unkundig, was diese Geräte angeht, und jemand nutzt meine Unkenntnis aus und verkauft mir das für 100 Euro. Das nennt man Rabben. Also das kann aber auch umgekehrt sein. Ich möchte das verkaufen, habe keine Ahnung, wie viel das wert ist.
und ich verkaufe es deutlich unter dem durchschnittlichen Marktpreis. Nehmen wir an, das kostet 100 Euro und ich verkaufe es für 5 Euro. Genau das machen die Menschen mit ihrer Gesundheit und ihrer Zeit. Das machen sie mit ihrer Gesundheit, ihrer Zeit. Sie geben sie aus für Dinge, die es nicht wert sind. Sie geben sie aus für Dinge, die es überhaupt nicht wert sind.